heute, wer es noch kennt, F1 Champions Edition. Für meine Meinung nach eines der grottigsten F1 Games aller Zeiten. Aber ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, habe ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Wir müssen uns ein Profil erstellen. Wir sind jetzt im Menü und das ist sehr minimalistisch. Schnelles Rennen auf jeden Fall. Und hier haben wir schon die Fahrer Michael, Felipe Massa, Ralf Schumacher, Jano Trulli, Mark Webber, sehr, sehr junger Mark Webber, Nico Rosberg, Britney Bitch, Barrichello, Button, Coulthard, Klien, oh ja, natürlich als Österreicher, der letzte Österreicher, Hatfeld, Villeneuve, Schack ist noch gefahren, Montero, den kenne ich nicht mal, Albers und Liu Zi, dann haben wir noch Speed, den kenne ich noch von den englischen Kommentatoren, Takuma Sato, Ide, Alonso bei Renault, Giancarlo Fisichella, Kimi Räikkönen bei McLaren, ja, Montoya auch bei McLaren und dann wieder den Michael und ich glaube, ich muss eigentlich Michael nehmen, er ist schon sehr, sehr geil. Warum kann ich das Team nochmal extra? Kann der Fahrer dann in einen anderen... Okay. Streckenmäßig werden wir in Belgien fahren. Achso, das... Magnikus. Sorry. Aber gut gemacht, muss ich sagen. Es ist ein bisschen laggy. Aber, es sieht sehr, sehr gut aus. Wir brauchen... Gibt es... Was ist das bitte? Kein Spa-Francorchamps? Oder? Spa. Egal, dann darf ich meine Strecke aussuchen. Imola wäre schon ziemlich cool und da werden wir auch fahren. Schwierigkeiten. Das war auch ziemlich cool. Man kann sich ja nämlich, ja, wenn man mit dem Startplatz nicht ganz so zufrieden ist, wählt man einfach mich aus und wir gehen dann einfach auf dem 10. Platz und lassen uns hier 3, 2, 1 austauschen. Sehr, sehr genial. Das war eine coole Methode, die Startausstellung zu ändern. Mal gucken, kann man hier... Genau, hier muss man die Fahrhilfen dann nicht. Lenkhilfe, lassen wir mal aus. Bremshilfe, aus. Stabilisationskontrolle, ein. Virtuelle Ideallinie, BLM-Markierungen. Was ist denn eine BLS-Markierung? Wir probieren mal die Markierung aus. Drehausrichtung, ein. Ich glaube, dass wenn man sich wegtritt, dass man dann wieder in Fahrtrichtung stehen bleibt. Bremsverteilung. Oder kannst du sogar noch Setup einstellen. Machen wir 2, 3, passt. Und dann würde ich mal sagen, Autosave wahrscheinlich jetzt, oder? Los geht's! Oder? Okay. Auf A gibt man Gas. Los geht's, es ist zwar nicht der overpowerte 2004er Ferrari, aber es ist immerhin der 2006er Ferrari, gegen den er gegen Fernando Alonso gekämpft hat. Los geht's hier in Imola in F1 Championship Edition. Alter, wie abnormal die Proportionen sind. Und ich habe schon wieder vergessen, dass ich auf A Gas mache. Hier im Windschatten arbeiten wir uns hier an Butt dran. Hä, wo bremst man denn? Wo bremst man denn? Ah, ist das die Bremse? Nein. Viereck ist Bremse. Wie scheiße ist denn das? Okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingewöhnt. Ja. Es ist so schwierig. Ich mag die Ideallinie so gar nicht. Wirklich. Diese Ideallinie ist so kacke. Und die Proportionen der Strecke passen absolut nicht zu den Autos. Oh mein Gott. Sorry, Bro. Oh, okay. Guckt euch mal an, wie breit die Straße ist. Das Game ist, glaube ich, eher als Witz gemeint. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist von 2006. Also das Game ist ja viel älter als alle anderen Renngames. Ich finde das Oval ist sehr toll und sehr echt gelungen. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich mit dem Gas herumgehen soll. Wir kommen da irgendwie auch nicht nach. Es ist sehr schwierig zu fahren. Wir zählen da auch die Runden noch runter. Also das ist auch sehr, sehr cool. Ja. So. Alter. Ist aber schon ziemlich cool. Die Rundenzeiten sind um einiges langsamer als die richtige Formel 1. Boxeneinfahrt noch ganz woanders. Es gibt hier noch die letzte Schikane. Die gibt es in richtigen Imola gar nicht mehr. Aber wir kommen hier schön mit. 2 Zehntel jetzt hinter Jacques Villeneuve, den Weltmeister von 1997 im Williams. Der war, glaube ich, Williams auch immer treu. Alter, fuck. Sorry, Bro, aber da war grün. Ich habe Full Speed durchgegeben und du bist dann, ja, komm. Die Vorderreifen haben irgendwie viel, viel mehr. Oder sind das gerade der Prozent da unten? Okay, man kann die Kurve voll nehmen. Okay, das ist schwierig, das Game. Ich weiß noch nicht genau. Ah?
Yes, ma! Gibt's Respawn? Gibt's einen Respawn oder nicht? Gibt's die Wiederholung nur zum Angucken oder auch zum Refresh? Okay, ich glaube, es gibt keine Flashback. Ja, egal, dann müssen wir so weiter. Wir haben eh noch ein paar Runden Zeit. Wer kommt denn da hinter uns noch? Egal. Ja, wir haben eh noch ein paar Runden Zeit und ich muss mich ein bisschen ans Handling gewöhnen, denn es ist wirklich verdammt schwierig. Gerade mit... Ich schalte normalerweise auf den X- und Viereck-Tasten und jetzt muss ich hier Gas geben. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Eine richtige Umgewöhnung. Jetzt ist Cooltart vor uns. Ein Fahrer, ja, der leider auch nie viel Glück mit seinen Teams hatte. Aber ich würde sagen, wir könnten hier umso mehr Glück haben, wenn ich ein bisschen das Handling noch lerne. 13 Runden in Imola finde ich auch krass wenig. Das, im Red Bull, okay. Finde ich auch krass wenig, denn ja, es sind natürlich um die Ecke jetzt schon mehr. Die Runde ist viel, viel schneller geworden und die letzte Schikane habe ich glatt vergessen. Oh mein Gott, fast der Auffahrunfall hier. Aber die letzte Schikane fähr ich irgendwie. Also, die könnte man wieder einbauen. Das wäre schon ziemlich cool. Würde da auf jeden Fall ein paar Überholmanöver bringen und ein bisschen Spannung. Hier gehen wir außen und jetzt gehen wir innen. Oh mein Gott, Christian Klien. Ich darf den nicht irgendwie berühren. Wir sind beides. Christian Klien. Auch leider, leider nichts geworden mit der Formel 1. Auf lange Sicht gesehen. Und jetzt hier in Turn. Ja, die ist natürlich jetzt komplett anders als wie in der richtigen Formel 1. Aber ich sehe das Game eher nur als Fun. Oh mein Gott, da schießt er vorbei. Ich sehe das Game eher nur so als Fun, als wie als richtige Simulation, denn das kann man ehrlich gesagt nicht nehmen. Wir sind wieder auf dem 12. Platz zurück. Aber ja, ich weiß auch nicht, müssen wir stoppen? Strategie oder so gibt's hier? Ich habe keinen Plan. Leute, ich spiele das Game auch leider nur, weil ich kein Formel 1 2011 habe. Also ich habe schon, nur meine Konsole kackt jedes Mal ab bei Formel 1 11. Und da denke ich mir, bevor ich es jetzt irgendwie hier hinmache, werde ich, ja, wenigstens das hier benutzen. Track Limits sollten eigentlich kein Thema sein, denn ich habe ein paar Aufnahmen gesehen von 2006 und da gab es gab es wirklich keine einzige Track Limit, die man nur, ja, irgendwie erahnen konnte. Ja, Bro, sorry. Alter, habt ihr es gesehen? Oh ja, nein, da zeige ich wieder drauf. Unten links, da flackert auch ziemlich viel auf. Ich weiß nicht mal, sollte ich in die Box müssen, wo man da reinfährt. Wo ist die Box? Ah, hier gerade. Fast besser wie in Formel 1 im 9. Aber, ja. Oh mein Gott. Die bremsen extrem früh, lassen sich aber dann richtig lang oder geben dann mitten in der Kurve wieder Vollstoff. Das macht noch nicht viel Sinn für mich. So, jetzt hier. Oh mein Gott. Das Auto wird sehr, sehr unruhig. Und jetzt, das ist hier Mark Webber im Williams. Nein, das war die Großberg jetzt. Jetzt haben wir es. Das war doch Mark Webber, okay. Das ist sehr verzögert. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrend. Da ist Key. Na, das ist schon Asphalt. Aber es ist so, schon irgendwie cool. Also es ist sehr, sehr spaßig. Ich nehme es halt jetzt echt nicht allzu ernst. Aber ja, natürlich mit der Tragödie, die es in 1994 auf dieser Strecke gab, finde ich schon sehr hardcore. Oh mein Gott, keine Verwarnung für das. Sogar oben noch, neben der Dings haben wir da, neben der Rundenanzahl, haben wir sogar noch die Kurven. Ja, welche Kurve das nächstes kommt. Eine harte Linkskurve, ein rechter Winkel und der gleiche nochmal. Ich würde auch gern sehen, wie die Prozente so aussehen, aber ich glaube, das ist nicht möglich, oder? Das war jetzt Nico. Moi. Ich bin nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, da ist in die Box abgebogen, einer. Denn oben läuft richtig viel Zeit runter. Das glaube ich schon oder so, oder? Also wir haben jetzt richtig viel Vorsprung zum hinter uns. Es ist so weird. Nein, jetzt sind es wieder nur 3/10. Ich verstehe das rund. Ach so, das zählt dann immer, wie viel Bergrückstand man hat. James Button hier also und da ist jetzt wieder Jacques Villeneuve, bei dem wir uns ja vorhin weggedreht haben. Jacques gibt uns hier den Windschatten. Danke, Jacques. Und wir, ja, gehen noch nicht vorbei. Wir gehen neben. Ja, komm. Ich bin auch in die Kurve reingefahren. Das ist jetzt nicht nur meine Schuld. Es ist sehr, sehr random, das Spiel, wirklich. Also, es ist für meine Meinung nach viel zu, dieses Handling. Es ist grauslich. Es ist richtig, richtig grauslich.
Ja, jawohl. Lassen wir ihn da wieder zurück und ich glaube, da kommt gleich der Nächste. Irgendwas flackert da unten links die ganze Zeit auf. Box oder so, ist es noch aus. Tanken, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man das einstellt. Es ist für mich Neuland. Also wirklich, ich probiere mal auf Start und Ziel, Pfeil rechts oder so und guck mal, was die anderen so machen. Also viel mehr kann ich nicht. Ich kann gar nichts einstellen, das ist echt komisch. Ah, Y kann man mal die Kamera ändern, das ist auch sehr interessant. Ja, aber die nicht. Oh, die ist geil. Die ist sehr geil, die ist extrem geil. Was macht man auf Gras? Gar nichts. Reindrücken auch nichts, reindrücken nichts. Unten links nichts, unten rechts nichts. Ja, und ja. Viel bremst man. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier das Menü umstelle. Aber ich glaube, achso, nein, das blinkt die ganze Zeit grün auf. Ich denke mal, ich muss nicht in die Box. Ja. Geh wieder vorbei. Das war zu unfair. Alter, das war... Alter, das ist wirklich so weird. Wir haben noch immer noch 99% Reifen. Das ist schon viel. Also das ist... Oder sind das die Gerade? Das sind wahrscheinlich die Gerade. Es ist wirklich sehr unübersichtlich. Ich fühle mich gerade, als ob ich das erste Mal überhaupt vom Rennen spiele. Ja, genau. Das ist auch cool. Die ist, ja, scheiße, kacke. Ja, nehme ich die wieder. Die gefällt mir. Da kann ich das Auto wenigstens einschätzen. Und so, zurückgedreht. Und nochmal. Ha. Wir sind die Glücklichen hier. Ja, vor uns, unser Teamkollege, glaube ich, führt das Rennen an. Alonso zweiter. Nein, Fisichella ist erster. Also dann die beiden, die den Weltmeistertitel geholt haben. Also halt Fernando und Giancarlo Fisichella mit Renault. Das, die waren, glaube ich, auch zu dieser Zeit eine echte Macht. Und jetzt ist einer in die Box abgebogen. Von da vorne. Und ich überlege, ob wir auch schon reingehen sollen. Aber nein, das machen wir noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie es mit dem Reifenstand aussieht. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass da hinter uns noch einer weiterfährt. Haben wir gerade den Flügel offen? Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Gut, aus der letzten Kurve raus. Und ja, den ganzen Körper mitnehmen, wie damals. 6 Runden sind noch zu gehen. Und es wird jetzt mal die beste Runde gefahren. Das sage ich euch. POV. Nein, der Sprit ist aus! Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Mann. Nein. Kacke, das geht in dem Game. Okay, kein Treibstoff mehr. Das ist natürlich nicht schön. Vielleicht schaffen wir es ja morgen ein bisschen besseres Ergebnis. Fuck. Das kann ja auch noch gehen. Der Treibstoff geht aus. Kacke. Wusstet ihr das noch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert unbedingt gerne. Und feiert ihr das Game oder findet ihr es eher so ein bisschen ein Fun-Game? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Für mehr Countdown. Bis zum nächsten Mal und ciao.